So, heute sind wir erst gegen 9 Uhr aufgestanden, ganz erstaunlich. Und ja, wir haben heute einen kompletten Ruhetag. Wir fahren heute nirgendwo hin, gehen nirgendwo hin, bleiben also schlicht und ergreifend hier an diesem Platz in unserem Airbnb. Hier ist aber auch weit und breit, außer diesem tollen Garten und diesem kleinen Ferienhaus, schlicht überhaupt nichts. Ich bin mal gespannt, ob wir uns da überhaupt, ob wir das überhaupt können, einen Tag lang nichts zu tun. So, ist mal Zeit, Bilanz zu ziehen nach über der Hälfte der Reise. Ich glaube, wir sind heute am 116. Tag unserer Reise. Eine Reisemüdigkeit hatten wir eigentlich nur kurzzeitig, als wir in Auckland angekommen sind und dann so die ersten Tage. Habe ich auch gemerkt, woran das liegt, nämlich wir hatten ein paar Tage keine Super-Highlights und das waren wir eigentlich bisher auf der Reise gewöhnt, dass wir immer irgendwelche Super-Highlights hatten, die dann plötzlich ausgeblieben sind. Und ich denke mal, diese Phase hat so angedauert, bis wir zu unserer Bootstour, bis zu unserer Kanutour, also zwischen Auckland und der Kanutour, war das alles ein bisschen wenig für uns. Aber seitdem geht es wieder. Und jetzt sind wir eigentlich wieder voll im Rhythmus drin. Wir könnten jetzt, eigentlich beginnt die Reise jetzt komplett neu. Und hier auf der Südinsel finden wir jeden Tag was Neues. Und wir sind jetzt eigentlich auch mal froh, dass wir einen Tag mal haben, wo wir gar nichts machen. Und komm her, mein Hund. Ich habe hier einen Hund auf dem Grundstück. Und das ist ja so ein bisschen Zufall. Heidi hat an dem Ort, wo wir gestern waren, also in dem Nationalpark, wo der große See war, kein Quartier gefunden. Und deshalb ist sie hierhin ausgewichen. Ist jetzt keine super große weite Entfernung weg. Und alles gut für uns. Wir können uns jetzt mal ein bisschen zurücklehnen und relaxen und uns auf die nächsten Tage vorbereiten. Wir haben hier übrigens null Internet, nicht mal eine Telefonverbindung. Wir sind hier wirklich weit, weit weg vom Schuss. Aber was soll's. In die Richtung. Ich muss in die richtige Richtung. Ja, ich bin in die richtige Richtung, oder nicht? 50. Oh Gott. Echt? So, dann sag jetzt auch was. So. Wolfgang mit Pluto Hund. Und ich. Wolfgang und Hund. Ja, sozusagen. Pluto. Was, wie heißt er? Pluto. Pluto heißt er? Ich hab den jetzt Pluto genannt. Ja, aber der heißt nicht so. Aber ist ja egal. Aber jedenfalls fühlt er sich bei Wolfgang wohl. Wenn ich jetzt da hingehe, dann haut er ab. Hundertprozentig. Bitte? Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, wir wären jetzt in Bedakesa. Die Vögelchen pfeifen hier. Einen Hund haben wir zwar nicht in Bedakesa, aber könnte ich mir auch vorstellen. Ja, was gibt es uns Neues bei unseren Planungen? Okay, wir sind uns plötzlich einig, dass wir nächstes Jahr, wenn wir aus den USA und aus der Dominikanischen Republik zurückkommen, nach Teneriffa gehen statt nach Argentinien und da abwarten, bis der Frühling in Deutschland kommt. Das ist die neueste Idee, die wir haben. Gute Idee, finde ich. So, ich möchte noch was sagen hier zu dem Airbnb hier. Im Prinzip ist das okay hier, wenn man ein oder zwei Nächte bleibt. Länger ist nicht wirklich ratsam, weil die Hütte ist schon recht klein, man kann drinnen so gut wie kaum sitzen. Und man ist schon angewiesen darauf, dass es draußen warm ist und man auch draußen sitzen kann. Ansonsten ist das hier okay, wirklich okay. Die Besitzer haben wir bisher nicht kennengelernt, die sind nicht da. Also wir können das hier vom Grundsatz her empfehlen, aber man muss schon darauf hinweisen, erstens gibt es kein Internet, für wen das wichtig ist. Selbst telefonieren ist schwierig, wenn nicht gar nicht möglich. Und man kann auch hier nicht viel unternehmen. Also man kann hier eigentlich nur, so wie wir das tun, einen Ruhetag einlegen, wo man einfach sagt, okay, heute tun wir gar nichts. Dafür ist das hier durchaus okay.